Ja, die Baselworld ist selbstverständlich immer ein Anlass für uns, im großen Stile auszuschwärmen. Die gesamten Redaktionsteams all unserer Ebner Uhrenmedien, egal ob aus Deutschland, aus Japan, aus Korea oder China, selbstverständlich aus den USA, sind jetzt hier auf der Baselworld unterwegs und möchten die spannenden Neuheiten der Uhrenmarken kennenlernen und erfahren. 180.000 Heftkäufer, 1 Million Website-Besuche im Monat, 200.000 Newsletter-Empfänger möchten natürlich so schnell wie möglich und so tief wie möglich informiert werden darüber, was sich auf der Baselworld 2015 jetzt Neues ergeben hat. Das ist für uns ganz entscheidend, denn das Motto, nach dem wir ja alle miteinander diesen Markt begleiten, lautet schlicht und ergreifend Leidenschaft für die mechanische Uhr. Und diese Leidenschaft teilen wir mit der gesamten Community. Die Uhrenmarken sind leidenschaftlich, was ihre technische Kompetenzen, ihre Werke, aber selbstverständlich auch ihr außerordentliches Design angeht. Die Follower, die User, die Magazinkäufer sind leidenschaftlich an ihrem Hobby, an ihrer Sammelleidenschaft interessiert und warten deswegen ganz gespannt darauf, was unsere Redaktionen darüber zu berichten haben. Alleine 12 Redakteure und Redakteurinnen aus dem deutschsprachigen Raum sind hier unterwegs, um unsere Magazine Chronos Uhrenmagazin und selbstverständlich unsere Website Watchtime.net mit den spannenden neuen Informationen zu versehen. Wir machen gerade auch einen aktuellen täglichen Newsletter, der vom Chefredakteur von Chronos, von Herrn Bucher, vom Chefredakteur des Uhrenmagazins, Herrn Wanker, und unserer verantwortlichen Online-Redakteurin, Frau Feist, entsprechend täglich versandt wird. Alles in allem eine Leidenschaft für mechanische Uhren, die man hier vor Ort im tatsächlichen Einsatz wunderbar selber leben kann.